Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute fliegen wir zur Sonne. Ihr habt euch das so gewünscht. Ich hätte dazu kein Tutorial gemacht, wenn ihr euch das nicht gewünscht hättet. Aber hier haben wir es. Das Sonnentutorial. Ihr seht hier dieses eingerahmte Feld. Das ist das kleine Baufeld, wenn man keine Expansion hat. Das habe ich einfach mal hier aufgebaut. Ja, das ist schon ziemlich klein, muss man mal sagen. Ihr wisst ja, alle meine Raketen, die ich hier im Tutorial mache, dazu braucht ihr einfach, ihr braucht einfach keine Expansion dazu. Und das ist mein Ziel auch, damit es möglichst einfach ist und möglichst erreichbar für alle. Das bedeutet hier bei der Sonne, dass wir keinen direkten Anflug machen können. Also wir können nicht einfach sagen, ja, jetzt geben wir Gas und dann fliegen wir zur Sonne, sondern wir müssen Gravity Assists nutzen. Ist natürlich ein bisschen kompliziert. Essentiell kann man sagen, wir fliegen 1000 Mal an der Venus vorbei und landen dann irgendwann in der Sonne. Dazu ist das dann auch ein kleines Tutorial. Ja, wir fliegen halt an der Venus vorbei, also ihr solltet vielleicht schon mal da gewesen sein. Vielleicht auch auf dem Mars, vielleicht auch auf dem Mond, also ist natürlich ein bisschen schwierig. Es ist nicht sehr schwierig, aber ein bisschen Übung braucht ihr auf jeden Fall schon. Und ich würde sagen, labern wir nicht weiter rum, sondern bauen wir einfach die Rakete auf. Und wir fangen natürlich wieder an, wie immer, Fallschirm und die kleine Kapsel. Dann brauchen wir einen von diesen Separatoren, einen 10 Tonnen Treibstofftank. Und ein Valiant-Triebwerk. Hoch. Jetzt brauchen wir hier diese RCS-Düsen. Die helfen uns dabei, kleinere Manöver zu machen. Oder präzisere Manöver. Sind an sich ganz nützlich. Und wenn wir ein paar davon haben, kann es nicht schaden. Als nächstes brauchen wir noch einen Separator. Und einen 10-Tonnen-Treibstofftank. Und als nächstes packen hier zwei 20 Tonnen Treibstofftanks und nochmal zwei 20 Tonnen Treibstofftanks. Das ist dann natürlich eine ganze Menge Treibstoff, die werden wir aber auch brauchen. Jetzt ein Valiant-Triebwerk und zwar hier in die Mitte und dann packen wir noch zwei daneben. Das schaut dann so ein bisschen drüber, aber das ist an sich nicht so schlimm. Als nächstes brauchen wir hier unter Aerodynamik diesen aerodynamischen Rumpf, nicht den großen, sondern den kleineren, und den packt ihr dann dahin. Das macht das Ganze halt aerodynamischer und sieht auch ein bisschen besser aus. Dann machen wir die Symmetrie mal kurz wieder aus und machen hier zwei Separatoren hin, und dann brauchen wir hier diese 15 Tonnen Treibstofftanks. Falls ihr die nicht habt, könnt ihr auch einfach die 5 Tonnen und 10 Tonnen nehmen. Das macht dann halt keinen Unterschied. Sieht nur klitzekleines bisschen anders aus mit diesem Streifen dazwischen. Ansonsten gibt es keine Unterschiede. Danach brauchen wir hier zwei von den 20 Tonnen Treibstofftanks. Und daneben kommen nochmal zwei. Also insgesamt habt ihr dann 6. Dann kommen hier noch für die Booster zwei zusätzliche hin. Obendrauf kommen die Spitzen. Unten drunter, daneben kommen diese seitlichen Separatoren. Und wenn wir nochmal unter Aerodynamik gehen, packen wir hier wieder den gleichen Rumpf wie hier oben hin. Damit es einfach auch ein bisschen besser aussieht, aber auch aerodynamischer ist. Kommen wir zu guter Letzt zu den Triebwerken. Wir brauchen einfach 5 Stück, einfach unter alle Tanks die Triebwerke setzen. Und damit haben wir den Bauplatz so ziemlich ausgereizt. Also sehr viel mehr ist kaum möglich. Jetzt können wir die auch hier wegnehmen. Und ihr seht, es hat ein Schub pro Gewichtverhältnis von 1,65. Das ist ziemlich gut. Und falls ihr mein Video von letzter Woche gesehen habt, das SFS Analytics Video,
sollte es auf jeden Fall bei über 1,4 liegen. Solltet ihr also Probleme haben oder so, dann könnt ihr auch einfach noch kleinere Booster hier so dran packen, so vielleicht. Und dann klappt das auf jeden Fall. Ich werde die nicht nutzen. Ich brauche die nicht, aber wenn ihr es nicht hinkriegt, könnt ihr es ja einfach machen. Jetzt kommen wir zu den Stufen. Dazu klicken wir hier unten links auf 1, 2. Und jetzt haben wir hier die Stufenübersicht. Können wir einmal draufklicken. Und als erstes klicken hier alle Triebwerke einmal an, die unteren. Und dann klicken wir aufs Plus. Und klicken die beiden Separatoren an. Dann wieder aufs Plus. Diese Separatoren und gleichzeitig noch die drei Verleihentriebwerke. Und zu guter Letzt hier den Separator und das letzte Verleihentriebwerk. Solche Sachen wie RCS-Düsen oder hier den Fallschirm oder diesen Separator, das kann man ja auch per Hand machen. Man muss ja nicht alles mit Stufen regeln. Und so sieht dann die Rakete aus. So sehen die Stufen aus. Und das war's mit dem Bau. Das heißt, wir können jetzt losfliegen. Und los geht's. Und da ist die Rakete geladen. Jetzt machen wir den Schub auf 100, gehen hier auf die Stufen, aktivieren alle Triebwerke und fliegen los. Wie immer, kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr schon ein paar andere Videos gesehen habt, folgt einfach oben links dieser Winkelanzeige und dann solltet ihr ziemlich leicht in einen Erdorbit kommen. Seht, dass es hat jetzt gerade sich auf 10 erhöht und auf 20. Folgt dem einfach die ganze Zeit, bis euch die seitlichen Booster keinen Treibstoff mehr geben oder keinen Schub mehr liefern. Dann könnt ihr die auch einfach abspalten, also einfach separieren. Und dann fliegt ihr einfach noch mit der restlichen Stufe weiter. Die Booster sind fast leer, das heißt, die können wir jetzt auch abkoppeln. Da haben wir sie abgekoppelt. Und jetzt machen wir einfach noch ein bisschen weiter, bis wir eine Geschwindigkeit von über 1100 Meter pro Sekunde haben. Dann warten wir, dass wir eine Höhe von 25 Kilometern bekommen. Und sobald wir die erreicht haben, nutzen wir eben den Zeitraffer, um ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Dann fokussieren wir unsere Rakete und drehen natürlich einmal um und starten die Triebwerke wieder. Ihr seht, der Punkt bewegt sich von uns weg. Dann dreht einfach ein bisschen nach rechts. Wenn er ganz schnell auf euch zukommt, dann dreht einfach nach links. Und jetzt haben wir auch die letzte Stufe abgekoppelt. Also jetzt haben wir die Stufe mit den Verleihentriebwerken, mit den drei Stück. Und jetzt geben wir einfach weiter Gas, bis wir eine Geschwindigkeit von 1670 Metern pro Sekunde haben. Das ist nämlich ungefähr die Geschwindigkeit von einem Erdorbit. Und jetzt fehlen nur noch 200 Meter pro Sekunde. Nicht mehr viel. Und ihr seht, ich korrigiere immer ein bisschen nach. Das hilft einfach, damit ihr effizient seid. Ja, solltet ihr auf jeden Fall machen. Und da haben wir unseren Erdorbit erreicht, 1664,8, das passt ja ungefähr. Und unbedingt abspeichern. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, immer, immer abspeichern. Wenn ihr noch nicht so gut im Erdorbit seid, speichert ab, ja, sonst müsst ihr am Ende alles von vorne machen. Und jetzt fokussieren wir Venus und wir warten eben auf ein Transferfenster. Wir fliegen nämlich nicht direkt zur Sonne, das würde viel zu viel Treibstoff verbrauchen. Stattdessen machen wir es eben mit Gravity Assists. Und dazu kommen wir gleich. Erstmal brauchen wir eine Begegnung mit der Venus. Dazu fokussieren wir Venus, warten, bis wir am Transferfenster ankommen und dann eben dasselbe mit der Rakete wiederholen. Bis kurz vor dem Transferfenster nach links drehen und eben auch vorher, bevor da eine Zahl erscheint, einfach Gas geben. Natürlich in die richtige Richtung zeigen, so dass die Spitze,
in Richtung unserer, also in Flugrichtung zeigt. Und dann zündet ihr die Triebwerke und dann beschleunigt ihr einfach, bis ihr eine Begegnung mit der Venus bekommt. Das dauert dann ein Weilchen. Jetzt seht ihr auch da die Zahl, 500 Meter pro Sekunde. Das heißt, es ist gar nicht mal so viel. Das ist auf jeden Fall sehr viel weniger als zum Merkur zu kommen. Sehr viel weniger als zur Sonne. Aber ich glaube, ein bisschen weniger als zum Mars. Jedenfalls fehlen jetzt nur noch 250 Meter pro Sekunde. Und die Apoapsis, die steigt schon ganz schön schnell. Jetzt sind es nur noch 150 Meter. Jetzt zoome ich auch raus, da wir gleich einen Sonnenorbit bekommen. Jetzt sind es nur noch 50. Und gleich bekommen wir die Begegnung. Ihr seht, ich mache den Schub ein bisschen niedriger, damit wir besser kontrollieren können. Und jetzt haben wir Venus. Ja, ich mache das mal so, dass das eben direkt in die Venus führt, also auf dem Kollisionskurs ist. Und wieder abspeichern, nur um sicher zu gehen. Dann kommen wir jetzt zum Gravity Assist. Und zwar, ihr seht, die Flugbahn von Venus. An der Stelle, wo wir uns begegnen, bewegt sich die Venus nach rechts unten. Das heißt, wir wollen möglichst links oben rauskommen. Und dazu müssen wir eben unseren Orbit dementsprechend verändern. Wir fokussieren wieder. Und ihr seht, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Wir nutzen aber die RCS-Düsen, um das eben noch ein bisschen zu verändern. Und zwar auf eben mindestens 40 Kilometer, weil ihr sonst in die Atmosphäre der Venus eintritt und euch dann eben schon ziemlich sehr verlangsamt. Und so funktioniert das dann. Wieder abspeichern natürlich, nur um sicher zu gehen. Und wenn ihr euch natürlich beschleunigen wollt, dann müsst ihr eben das Gegenteil machen, sodass ihr in die Richtung, also in die Flugrichtung geht, also in dem Fall nach rechts unten, dann würde eure Apoapsis erhöht werden. Aber jedenfalls warten wir jetzt so, dass wir gerade in den Orbit von Venus eintreten. Dann bearbeiten wir noch ein bisschen unsere Flugbahn. Und ihr seht, wir haben schon einen ziemlich Venus-ähnlichen Orbit. Die Apoapsis ist ein bisschen höher und die Periapsis ist ein bisschen kleiner. Das wollt ihr auch haben. Wir brauchen nämlich mehrere Encounter, also Begegnungen. Wir nutzen nämlich, weiß nicht genau, so 5 Stück. Und dazu wäre es nützlich, gleich einen zweiten zu bekommen. Und jetzt beschleunigen wir wieder raus aus der Venusbahn. Und ihr seht da diese klitzekleine Zahl, minus 4,7. Ist natürlich eine ganze Menge. natürlich nicht. Aber das sorgt einfach dafür, dass ihr eine zweite Begegnung kommt. Und eben die Venus ein zweites Mal zum Gravity Assist nutzen könnt. Wir fokussieren wieder Venus, beziehungsweise gucken wir wieder. Wir bewegen uns wieder nach rechts unten, wollen also möglichst weit nach links oben. Und dazu verändern wir wieder unsere Flugbahn und natürlich noch ein bisschen mehr. Und nutzen auch wieder die RCS-Düsen, um eine bisschen bessere oder höhere Genauigkeit zu bekommen. Und das sieht an sich schon ganz gut aus. Deshalb lasse ich das jetzt auch so. Ich starte die Beschleunigung. Und ich würde euch empfehlen, jetzt nochmal abzuspeichern. Ich habe es nicht gemacht. Ja, ich habe das jetzt auch schon 1000 Mal getestet, ob es jetzt wirklich funktioniert. Da haben wir wieder die Begegnung. Unsere Periapsis ist jetzt zwischen Merkur und Venus. Das kann euch bei euch natürlich ein bisschen anders aussehen, aber so ungefähr sollte es auch sein. Und jetzt kommt so ein kleiner Trick. Ihr seht da unsere Fluchtbahn, also jetzt gerade nicht, aber gleich. Ihr seht die Fluchtbahn und die Flugbahn von Venus. Und zwar, wenn ihr die Fluchtbahn möglichst nah an die Flugbahn von Venus ranbringt, desto effizienter ist es einfach, also desto mehr Effekt hat es darauf, was ihr so macht. Und das versuche ich jetzt gerade möglichst nah anzupassen. Und dann schauen wir mal. Also wir haben da
den Fluchtpunkt, wo wir es verlassen. Und die ganze Zeit über ist eben unsere Flugbahn, der Venusflugbahn, sehr ähnlich. Hat also einen sehr großen Effekt. Und da haben wir natürlich die Hälfte des Weges zum Merkur schon. Wir wollen aber halt zur Sonne und nicht zum Merkur. Wir fliegen jetzt zur Periapsis und gehen drin und so, dass die Kapsel in die Flugrichtung zeigt und geben ein bisschen Gas. Wir erhöhen also unsere Apoapsis, um eben eine bessere Begegnung zu bekommen. Das braucht man dringend, ja, um eben eine gute Venusbegegnung zu bekommen, damit sie uns gut genug abbremsen kann, beziehungsweise ablenken kann. Und dann nutzen wir einfach die ganze Zeit die Beschleunigung und schauen. Und ihr seht diesen einen Punkt. Ja, Venus und die Rakete sind auf gegenüberliegenden Seiten. Das heißt, es ist bald möglich in diesem oder nächsten Orbit, dass es eben zur Begegnung kommen kann. Ihr seht, da war irgendwas mit 800 Meter pro Sekunde. Das ist natürlich viel zu viel. Wenn es so unter 200 ist, dann macht ihr das auf jeden Fall. Drüber sollte es auf jeden Fall nicht sein. So, und jetzt haben wir nun erneute Begegnung. Ihr seht da 28 Meter pro Sekunde, also das ist wirklich gar nichts. Und ich mache das eben ganz dicht zur Periapsis, weil es da eben am effizientesten wird. Und wir drehen nur mal kurz um, weil wir natürlich verlangsamen müssen, also entgegen der Flugrichtung zeigen und ein bisschen die Triebwerke laufen lassen. Und immer nicht zu viel Schub, sonst knallt eben oder fliegt eben da drüber und verschwendet zu viel Treibstoff. Aber jetzt haben wir wieder eine erneute Flugbahn. Und diesmal wollen wir möglichst weit unten rauskommen. Das heißt, wir fliegen nach unten, aber wir wollen oben rauskommen, also verändern wir so unsere Flugbahn. Und dann sollte es auch möglichst gut werden. Es kann euch natürlich ein bisschen anders sein, ja. Je nachdem, wo ihr die Begegnung bekommt, müsst ihr dann eben ein bisschen darauf Acht geben und das darauf ändern. Aber jetzt haben wir fast die Merkurhöhe erreicht. Und das machen wir einfach eine ganze Weile. Also nochmal, wir fliegen zur Periapsis, erhöhen die Apoapsis ein bisschen, warten darauf, dass unsere Rakete und Venus-Rakete gegenüberliegen. Dann warten wir auf eine Anzeige, wo unter 200 Meter pro Sekunde benötigt werden. Dann warten wir, bis wir an der Periapsis sind oder dicht dran. Dann führen wir es eben aus, bis wir eine Venus-Begegnung bekommen. Dann haben wir eine Begegnung mit der Venus und bearbeiten unsere Bahn nochmal so, dass wir eben entgegen der Flugbahn sind. Also entgegen der Flugbahn von Venus. Und das werden wir dann einfach wiederholen. Und zwar so lange, bis wir ziemlich dicht an die Sonne rankommen. Noch nicht perfekt, das sage ich euch jetzt schon. Aber gleich zeige ich es euch, dass wir erst kurz davor aufhören. Also jetzt haben wir hier noch ein bisschen Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder. Kommen wir jetzt zum letzten Schritt, und zwar haben wir gerade eine Venusbegegnung hinter uns. Unsere Periapsis ist auf 223.000 Kilometer geschrumpft und jetzt erhöhen wir unsere Apoapsis erneut, und zwar diesmal auf eine etwas höhere Höhe. Wir brauchen jetzt nämlich keine Venusbegegnung mehr, sondern wir machen das den restlichen Weg jetzt einfach nur mit dem Treibstoff. Und zwar erhöhen wir es einfach auf die Bahn. Genau zwischen Venus und Erde. Das ist sozusagen die Vorbereitung. Es macht das einfach ein bisschen effizienter. Je höher ihr seid, desto langsamer seid ihr und desto weniger müsst ihr eben verlangsamen. Und jetzt geben wir wieder Gas an der Apoapsis,
um eben unsere Periapsis zu verringern. Ihr seht, die sinkt schon ganz schön und wir haben auch keinen Treibstoff mehr in der letzten Stufe. Das heißt, wir holen uns eine neue Stufe oder starten die nächste Stufe. Und ihr seht, das sinkt immer und immer weiter. Und jetzt bekommen wir einen Zusammenprall mit der Sonne. Ihr seht, ich habe noch eine ganze Menge Treibstoff. Deshalb habe ich noch ein bisschen mehr beschleunigt. Und ja, noch ein bisschen mehr, damit wir einfach ein bisschen schneller in der Sonne ankommen. Und das hat halt schon zu ziemlich hohen Geschwindigkeiten geführt. Ich glaube, das waren 130.000 Kilometer. Ist natürlich ziemlich schnell. Und da kommen wir gleich in der Sonne an. Beziehungsweise sind wir schon so ziemlich drinne. Und da haben wir es, ist super hell. Wir zoomen auch mal raus. Ja, ich glaube, das ist die Sonne. Weiß nicht genau, ich war noch nie da. Aber sieht schon ein bisschen so aus. Und es backt natürlich ein bisschen rum. Also die Sonne enthält, keine Ahnung, über 90% der Masse des Sonnensystems. Und dann ist es kein Wunder, wenn es da ein bisschen backt. Ich meine, der Astronaut, der würde inzwischen schon längst zerquetscht sein, die Kapsel auch. Alles würde komplett verglühen. Man könnte auch keinen Fallschirm dort öffnen, was natürlich total bescheuert ist. Auf jeden Fall backt das jetzt total rum. Ihr seht es, total bescheuert. Jedenfalls war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.